Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir. Es fängt heute an mit libgdx, Spieleentwicklung in Java. So, jetzt haben viele von euch natürlich für Android gestimmt und da geht es natürlich auch weiter, sobald ihr mir schreibt, was ihr da braucht. Aber ich habe noch eine tolle Neuigkeit für euch. libgdx funktioniert nicht nur in Java, sondern auch in Android, beziehungsweise für Android. Es ist trotzdem in Java, wissen wir ja. Und ja, deswegen habt ihr sozusagen beides bekommen, also mal wieder. Was wir einfach nur brauchen, ist diese Library libgdx und mit der kann man dann Spiele entwickeln in Java, in Android, also für Desktop-PCs, für Android-Geräte, für iOS und für HTML5, also im Browser. Gut, dazu brauchen wir natürlich hier diese Setup-App. Einfach mal runterladen. Was ihr bekommt, ist so eine gdx-setup.jar. Und ja, wenn ihr noch kein Java installiert habt, dann solltet ihr das ganz schnell tun, denn ohne Java kein Java-Spiele-Programmierung. Wie das alles funktioniert, habe ich euch schon gezeigt in einer anderen Serie, nämlich in der Java-Serie. Und dazu brauchen wir jetzt hier einfach nur noch java-jar und dann den Namen von unserer lieben kleinen gdx-Datei eingeben, gdx-setup.jar. So, dann öffnet sich hier ein wunderbares kleines Project-Setup und da können wir einstellen, wie unser ganzes Spiel heißen soll, zum Beispiel mein Spiel. Und dann können wir hier noch einstellen, wie unser Package heißen soll, ist ja egal. Und ja, jetzt gehen wir hierher und sagen, ich hätte das Ganze gerne in Home, Morpheus, Tuts und libgdx. Und hier packen wir den Pfad zu unserem Android-SDK rein, wenn wir für Android ein Spiel entwickeln wollen. Wenn nicht, müssen wir hier unten den Haken rausmachen. Das heißt, wir gehen hierher und starten erstmal Android Studio, wie wir das schon 100.000 Mal gemacht haben, jetzt wahrscheinlich. /studio.sh und warten kurz, bis das da ist, denn dort können wir den ganzen Pfad auslesen. Wenn ihr euch gemerkt habt, müsst ihr das natürlich nicht machen. Aber ich muss euch nachher eh noch zeigen, wie ihr das Ganze hier dann importieren könnt. Geht einfach hier auf den oberen SDK-Manager hier. Da, wo wir schon 100 Mal waren jetzt. So oft auch wieder nicht. Aber okay, hier oben findet ihr dann Home Morpheus Android SDK. Das ist bei mir der Pfad. Bei euch ist er höchstwahrscheinlich anders, wenn ihr ihn anders eingestellt habt. Und ja, ich mache das mal hier wieder runter, brauchen wir alles gerade nicht mehr, so. Und das hier brauchen wir auch nicht, ein bisschen aufräumen hier. Okay, und hier einfach einfügen, den Pfad, den wir gerade kopiert haben. Ja, und jetzt gehen wir hier noch auf Advanced, auf Eclipse und klicken auf Save. So, und das war's auch schon, jetzt müssen wir nur noch hier auf Generate drücken und ein paar Mal mit Ja bestätigen, dass wir eine neuere Version von Android benutzen, ist schon okay. Und schon sind wir gut dabei, alles wird für uns erledigt und wir können direkt danach mit unserem Programmieren anfangen. Allerdings müssen wir ein bisschen noch was aufsetzen und dann, das zeige ich euch natürlich alles. Okay, so die erste Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist hier eine App ausführen zu wollen. Dazu gehen wir einfach her und sagen File, New, Import Project und gehen dann hier auf den Ordner libgdx, den wir gerade erstellt haben. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht den Unterordner Android benutzt oder Core oder sowas. Ganz wichtig ist, dass ihr wirklich den Oberordner libgdx benutzt und nicht irgendeinen anderen. Denn in dem Core-Ordner sind später eure ganzen Spiele-Sachen drin, also wirklich die Dateien und die, die Files, die Klassen, alles, was ihr für das Spiel braucht. Und in dem Android-Ordner sind dann nur die Sachen drin, die es braucht, um das Ganze auf Android auszuführen. Und im Desktop-Ordner und so weiter und so fort. Also im Desktop-Ordner ist dann das drin, was ihr zum auf dem Desktop ausführen braucht. Okay, schauen wir uns das ganz kurz mal an. Wir gehen hier auf Project und dann unter Java auf den Android-Launcher. Denn hier ist alles drin, was ihr zum Konvertieren quasi von eurem Spiel auf eine Android-App braucht. Und ja, das hat eigentlich alles schon libgdx für euch gemacht. Ihr braucht da eigentlich nicht mehr viel machen, es ist alles schon da. Alles, was ihr noch machen müsst, ist ausführen und euer Spiel in Core programmieren. Der Desktop-Teil greift auch auf den Core-Teil drauf zu. Das heißt, hier erstellen wir uns auch ein New GDX-Game, wie wir sehen. Genau wie hier auch, nur auf eine andere Art und Weise. Und im Core ist dann das eigentliche Spiel. Ups, das war das Falsche. Ich meinte natürlich das hier. Das sieht dann so aus, da werden wir uns dann damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Okay, gehen wir hier also auf den Device-Manager und starten einfach mal das Device. Warten kurz, bis es da ist. Den Device Manager selber brauchen wir nicht mehr. Und die erste App hier brauchen wir auch nicht mehr. Okay. So, und jetzt klicken wir hier einfach mal auf Play. Und wählen das Device aus. Jetzt wird es hier alles hochgeladen. Wir drehen hier schon mal ganz praktisch. Wahrscheinlich falsch rum. Nein, ausnahmsweise mal richtig rumgedreht. Okay, super.
Und ja, wir sehen, wir haben unser erstes Spiel ausgeführt. So sieht das Ganze aus und so soll es auch aussehen. Und ja, somit war es ein Erfolg. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kann ich das Ganze auf meinem Desktop ausführen, denn das geht hier nicht so einfach. Ja, das wäre dann die zweite Möglichkeit. Die ist natürlich hier mit Eclipse. So, wenn ihr für Desktop was haben wollt, benutzt ihr einfach Eclipse. Geht hier auf Import, also File, Import, dann auf General, Existing Projects into Workspace. Und hier wählt ihr dann genau wie vorher auch euren libgdx-Ordner aus. Das ist bei mir hier der hier. Nicht irgendwie wieder ein Unterordner oder sowas, sondern einfach genau wieder den hier. Auf okay klicken und dann hier auf Finish. So, jetzt sehen wir hier, dass wir Probleme haben. Und zwar haben wir hier zwar den Desktop-Launcher, alles da, aber wir können das Ganze nicht ausführen, weil hier MyGDX-Game nicht gefunden wird. Das liegt daran, dass irgendwie Eclipse oder libgdx, eins von beiden, hat Schwierigkeiten damit. Deswegen machen wir hier einen Rechtsklick auf den Desktop. Und hier unter Java Build Path findet ihr dann, was ihr sucht, nämlich mein Spielcore fehlt. Das ist genau das, wo unsere MyGDX Game Datei drin ist, in diesem Core Ordner. Das heißt, den hier einfach entfernen und einen neuen hinzufügen, der sich einfach nur Core nennt, nicht mein Spielcore, sondern nur Core. Okay, wenn ihr jetzt hier auf OK klickt, dann seht ihr hier, dass dieser Error verschwunden ist und alles ist gut. Wenn ihr das jetzt ausführt, dann einfach hier auf den Desktop, also hier ist ja die Main drin, hier unter Core ist ja keine Main, da können wir gerne mal reingucken. Hier findet sich mygdxgame.java und hier ist eine Render und eine Create. Und ja, in dieser Create finden wir ein Image und ein Sprite und ansonsten ist hier einfach nur alles rot gepinselt. Das heißt, hier ist keine Main-Methode drin. Was hier genau reinkommt, das werde ich euch dann noch in den nächsten paar Videos zeigen. Aber hier ist die Main drin. Das heißt, das hier könnt ihr ausführen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt halt einfach mal hin und gehen auf Run. Warten kurz ab. Und es hat sich mal wieder auf dem falschen Bildschirm aufgemacht. Hier kriegen wir genau das, was wir wollen. Nämlich ein GDX-Game. Genau dasselbe im Prinzip wie für Android auch. Okay. Ja, das war es erstmal als Einleitung. Nächstes Mal machen wir dann weiter mit den einzelnen Sachen, wie man dann auch tatsächlich programmiert da drin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!